Als erstmal bedankt sich Weismann dafür die Gelegenheit, hier heute sprechen zu können und freut sich auch über die konsequente Umsetzung dieser Veranstaltung durch die deutsche Sektion zur die, der Verbreitung marxistischer Ideen dienen soll, die angesichts der Tiefe der kapitalistischen Krise notwendiger denn je sind. Can I speak? Yes, you know. Yes, oh, okay. Well, comrades, I think many people, many activists would have been slightly surprised at the choice of the title for this particular workshop, from the battle against apartheid to the battle against the ANC. Because for many, including those activists old enough still to remember the tremendous international movement of solidarity with the black working class in South Africa in the struggle against apartheid, would remember in particular that the demands of the international anti-apartheid movement was for the unbanning of the ANC, for the release of political prisoners. And yet here we have a title of a workshop that raises the question of what the relationship of the Black African working class towards the ANC is today. I think that the comrades have clearly, on the basis of their observations about the political developments that have taken place in South Africa over the past 27 years, which incidentally is the length of time that Mandela spent in prison, been compelled to recognize that the very organization that millions had struggled for in South Africa with their support internationally, and even lay down their lives for, is the organization against whom the black working class has turned against today. And nothing, I think, demonstrates that more emphatically than the outcome of the local government elections that took place this year, this month, on the 1st of November. Comrade, can you just keep, so the comrade can translate it again? You just, every 2 minutes or... Yeah, sorry. Sorry, no problem. Don't want to interrupt. Yes, Bo? Yeah. Einige Genossen werden sich sicher wundern oder gewundert haben über den Titel der heutigen Veranstaltung, der da lautet Vom Kampf gegen Apartheid zum Kampf gegen den Afrikanischen Nationalkongress. Es ist ja nun so, dass der jahrzehntelange Kampf gegen Apartheid und auch die riesenhafte Solidaritätskampagne, die auf der ganzen Welt stattgefunden hat, immer unter dem der Forderung gelaufen ist, das Verbot des Afrikanischen Nationalkongress aufzuheben, die Aktivisten aus dem Gefängnis zu lassen, etc. etc. Und warum also heute muss man also heute vom Kampf gegen den ANC sprechen? Und es ist also so, dass in den Laufe der vergangenen 2,5 Jahrzehnte, also über die Zeit, an der der ANC an der Macht war, immer mehr Aktivisten, auch Leute, die damals beteiligt waren, anerkennen mussten, dass der Afrikanische Nationalkongress als Regierungspartei heute damit beschäftigt ist,
die Arbeiterklasse zu bekämpfen und dass die Arbeiterklasse auch merklich sich von dieser Partei abgewendet hat, was man vor allem an den Ergebnissen der lokalen Wahlen in Südafrika vom 1. November auch deutlich ablesen kann. For the first time since 1994, when the ANC was installed in power with a landslide majority of 62%, which incidentally is a distortion of the actual level of support that the ANC enjoyed in those elections. Those results, for reasons that I don't have time to go into, but hopefully will become clear in the course of my contribution, were suppressed below the actual level that must have been achieved, which should have been in excess of 2/3 of the vote. For the first time since then, the ANC's vote has fallen below 50%. Ja, also bei dieser lokalen Wahl ist das erste Mal seit 1993 das Ergebnis des Afrikanischen Nationalkongresses unter 50% gefallen. Ja, das ist also ein gigantischer Absturz. Damals 93 waren es 63% und man muss sagen, dass das noch zu wenig war. Also Ergebnis damals ist noch mit allerhand Machenschaften unterdrückt worden und wäre wahrscheinlich korrekt die Stimmung abbildend über zwei Drittel, also mit einer über zwei Drittel Mehrheit ausgefallen. The ANC has lost control of five of the eight metros, the biggest cities in the country. And that includes Johannesburg, which is, if you like, the economic capital of the country, located in the industrial hub in the province of Gauteng, as well as the political capital, Tshwane, previously known as Pretoria. Ja, also der Afrikanische Nationalkongress hat bei diesen Wahlen die Kontrolle über fünf der acht größten Metropolregionen im Land verloren, inklusive der wirtschaftlichen Hauptstadt Johannesburg und der politischen Hauptstadt ehemals Pretoria. There are now 66 out of the total of 257 municipalities that are hung, that is to say, in which no political party was able to achieve an outright majority of 50% plus one. And all of these councils are now going to be governed by a coalition of parties. Which coalitions are being put together in a most disgusting spectacle of horse trading for positions of influence and for control of budgets. Ja, also es ist jetzt so, dass in 666 von den insgesamt 257 Municipalitäten in Südafrika jetzt keine klare Mehrheit einer Partei mehr existiert. Und in allen diesen Municipalitäten kommt es jetzt zu Koalitionsverwaltungen. Und man muss sagen, dass die Verhandlungen, die zu diesen Koalitionen führen sollen, also ein absolut katastrophales Bild von Korruption und Kuhhandlerei
ergeben darüber, wer jetzt welche Posten bekommt und wer innerhalb vom, also aus dem kommunalen Haushalt, welche Gelder bekommt. Even more significantly, the level of voter participation, in other words, the number of people who bothered to go to the polling station, has fallen to 12 million in a population that is eligible to vote of 27 million. This means that the 46% share which the ANC achieved in these elections, in reality, only represents 20% of the electorate. Ja, also noch wichtiger ist auch die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen von 27 Millionen Wahlberechtigten nur noch 12 Millionen Wähler beträgt. Das bedeutet, dass die 46%, die der Afrikanische Nationalkongress bei dieser Wahl offiziell noch auf sich vereinigen kann, in Wirklichkeit nur knapp 20% der Wählerschaft überhaupt repräsentiert. The ANC went into these elections already crippled by the escalation of the factional war that has gripped the ANC to the point of near paralysis over a number of years. A faction that is headed on the one side by Ramaphosa, the current president, and the other, Jacob Zuma, who was Ramaphosa's predecessor and is currently facing charges of corruption and for defying the Constitutional Court by refusing to attend the Judicial Commission of Inquiry into Corruption while he was in office. Ja, also die der Afrikanische Nationalkongress wurde schon, als es zu dieser Wahl ging, massiv beschädigt durch einen eskalierenden Fraktionskampf innerhalb der Partei zwischen maßgeblich dem amtierenden Staatspräsidenten Ramaphosa und auf der anderen Seite sein Vorgänger im Amt Jacob Zuma, der aktuell auch vor Gericht steht wegen Korruption und sich als Präsident unter anderem, weil er sich als Präsident geweigert hat, an einem bestehenden Korruptionsprozess überhaupt teilzunehmen. It's important, I think, to note that there are no fundamental differences between these factions. Their differences are over the most effective way to manage the capitalist economy, while at the same time using every opportunity for the creation of a black capitalist class in self-enrichment. Also es gibt zwischen diesen beiden Fraktionen keine fundamentalen politischen Differenzen, sondern es geht nur darum, wie man das jetzige kapitalistische System am effektivsten verwalten kann. Gleichzeitig gibt es eben den Versuch, eine schwarze Kapitalistenklasse aufzubauen, die sich dann an diesem System eben auch selbst bereichern soll. Ramaphosa became the president after Zuma was removed from office following his defeat in the ANC's last elective conference. The faction around Zuma is called the Radical Economic Transformation Faction. But in reality, it should be called the Right to Loot. Ja, also Ramaphosa ist Präsident geworden durch die Absetzung Zumas, nachdem dieser
auf dem letzten Wahlparteitag des ANC eben unterlegen ist. Die Fraktion, die sich um Jacob Zuma gebildet hat, nennt sich die Fraktion der radikalen wirtschaftlichen Transformation. Man müsste sie aber ehrlicherweise die Fraktion für das Recht auf Plünderung nennen. The Radical Economic Transformation Faction is as committed to the preservation of capitalism as Ramaphosa's faction is. The only difference is that Ramaphosa is the preferred choice of the capitalist ruling class. Ja, also in Sachen Commitment zum Kapitalismus und Überzeugung, dass der Kapitalismus verteidigt werden muss, geben sich diese beiden Fraktionen nichts. Der einzige Unterschied ist, dass Ramaphosa derjenige ist, dem die Kapitalistenklasse tatsächlich vertraut und der aktuell deren Interessen vertritt. The consequence of the factional struggle is that there has been paralysis across the institutions of state, in the police, in the secret services, and increasingly also in the judiciary. Ja, also Konsequenz dieses Fraktionskampfs innerhalb der herrschenden Partei ist auch eine völlige Lähmung, zunehmende Lähmung des gesamten Staatsapparates, angefangen also nicht nur mit den Municipalitäten und der Polizei, sondern zu, eben auch zum Beispiel die Geheimdienste und zunehmend auch die Gerichte. In the battle between the two factions, Ramaphosa currently has the upper hand, having been elected on the promise that he would eradicate corruption. Ja, aktuell ist eben hat Ramaphosa in diesem Fraktionskampf die Oberhand und er ist auch mit dem Versprechen gewählt worden, dass er Korruption bekämpfen möchte. Although there are no significant convictions yet against members of the Radical Economic Transformation who have engaged in the most blatant corruption, including giving authority to a family of immigrants known as the Guptas, who were even given the powers to decide who should become ministers in Zuma's cabinet. Ja, also trotz dieser Versprechen, Korruption zu bekämpfen, hat es bislang noch keine ernsthaften Verurteilungen von Mitgliedern von Zumas Fraktion gegeben. Und das, obwohl deren Korruption auf die absolut maximal dreisteste Art und Weise betrieben worden ist, bis dahin, dass man irgendwelchen eingewanderten Geschäftsleuten die Macht übertragen hat, zu entscheiden, wer Minister werden darf und wer nicht. The radical economic transformation has suffered a number of setbacks, though, in the courts, with a number of their most prominent figures, most importantly, Zuma, actually appearing in court, and in the case of Zuma, being sent to prison for defying an order to appear before the Judicial Commission of Inquiry into Corruption. Trotzdem hat die sogenannte Gruppe der radikalen wirtschaftlichen Transformation vor Gerichten eine Reihe von Niederlagen erleben müssen, unter anderem in Form, dass ihre führenden Mitglieder, vor allem Zuma, teilweise verurteilt worden sind. Also Zuma musste ins Gefängnis, weil er sich geweigert hat, in einem gerichtlichen Prozess zu erscheinen. Desperate to demonstrate that they still represent a significant political force, the Radical Economic Transformation Faction used the jailing of Zuma as an opportunity to orchestrate the biggest civil unrest since
the fall of apartheid in 1994 through what came to be known as the Zuma riots in July. Also die diese Fraktion hat die Verurteilung Jakob Zumas dazu benutzt, die größten Massenaufstände bzw. Riots seit dem Ende der Apartheid anzuzetteln, die im Sommer stattgefunden haben und die auch als die Zuma-Riots in die Geschichte eingegangen sind. The Radical Economic Transformation Faction cynically exploited the legitimate grievances of the masses, the deep social deprivation, poverty, unemployment and inequality to orchestrate the burning and looting of shopping centers, of malls, of pharmacies and even school buildings. Diese Gruppe hat auf absolut zynische Art und Weise die legitime Unzufriedenheit in der Bevölkerung über Armut und Arbeitslosigkeit und Verelendung genutzt, um eben auf massiver Ebene Riots anzuzetteln, die zur nicht nur Plünderung, sondern auch Niederbrennung auf massivem Maßstab von Läden, Einkaufspassagen, unter anderem Apotheken und sogar Schulen geführt hat. These riots took place in two provinces, the province of KwaZulu-Natal, where Zuma is from, and the province of Gauteng, which is the economic heartland of the country. And in KwaZulu-Natal, over 200 shopping malls and 100 shopping centers and 100 malls, as well as 90 pharmacies, were burned and looted. Ja, also diese Aufstände sind in vor allem haben sich auf zwei Provinzen ausgedehnt, unter anderem die Heimatprovinz von Zuma. Dort sind 200 Shopping-Center, 100 Läden und 90 Apotheken allein ausgeplündert worden. Over 1,480 ATMs and 300 banks and post offices were vandalized and damaged in the province of KwaZulu-Natal alone. Ja, in dieser Provinz sind allein 1,400 Geldautomaten zerstört worden und 300 Banken überfallen oder geplündert. Overall, 40,000 shopping centers, I mean, 40,000 businesses were affected and 329 people died as a result of clashes, overwhelmingly amongst the looters themselves, but also as a result of racial conflict in the township of Phoenix between residents of Indian descent and African descent. Ja, also durch diese Unruhen sind insgesamt 40,000 Geschäfte landesweit in Mitleidenschaft gezogen worden. Es hat 329 Tote gegeben, hauptsächlich aus Konflikten zwischen den Plünderern selber, aber eben auch in einem Township gab es einen Rassenkonflikt zwischen von indischen Einwanderern, südasiatischen Einwanderern abstammenden Bewohnern und in der Bevölkerungsmehrheit. It had a dramatic effect
on an economy already crippled by the COVID pandemic, particularly because KwaZulu-Natal and Gauteng together account for 50% of the country's GDP, gross domestic product. Ja, dadurch, dass diese beiden betroffenen Provinzen auch 50% der gesamten südafrikanischen Wirtschaft ausmachen, haben diese Unruhen eben auch einen massiven wirtschaftlichen Schaden nach sich gezogen, gerade angesichts der Tatsache, dass die Wirtschaft von Südafrika durch Corona schon massiv zerstört worden war. And that brings us to the question, how did it get to this? I think that is what the purpose, amongst others, of this workshop is. Ja, und damit kommen wir zu der Frage, wie ist es überhaupt zu so einer katastrophalen Lage gekommen? Und das wird einer der Hauptfragen sein, mit denen sich dieser Workshop beschäftigen soll. For Marxists, these events have not appeared like a bolt from the blue. It could have been foreseen and certainly by the Marxists, organized now in the Marxist Workers' Party, these events were foreseen. Ja, also für Marxisten sind diese Ereignisse alles andere als ein Blitz aus heiterem Himmel, sondern konnten vorhergesehen werden. Und gerade für die Marxisten, die in der Marxist Workers Party organisiert sind, ist es auch so, dass man sie diese Ereignisse vorhergesehen hat. The July riots, unlike some on the left, including comrades that used to be part of us, did not represent revolution. It represented reaction. It represented the uprising of the poor, the marginalized, and the destitute as a result of the policies, particularly the neoliberal capitalist policies, for which both factions are equally responsible within the ANC. Ja, also im Gegensatz zu anderen Linken sind wir nicht der Meinung, dass diese Unruhen vom Juli einen revolutionären Charakter haben, sondern sie haben einen reaktionären Charakter. Sie sind Konsequenz, also sie sind ein Aufstand der ärmsten und unterdrücktesten Schichten gegen die Politik, die von beiden Fraktionen des Afrikanischen Nationalkongresses und anderen Kapitalfraktionen betrieben wird. Aber trotzdem haben sie in ihrer Wirkung reaktionären Charakter. The ANC's vote has actually been in decline for more than 10 years now. And there has been such a level of alienation amongst the masses as a result of deep disappointment over the failure of the ANC to keep the promises with which it was elected into office in 1994, that 13 million people have not even bothered to register to vote. Ja, tatsächlich ist der Afrikanische Nationalkongress verliert bereits seit über 10 Jahren Wählerstimmen und das ist eben Anzeichen der massiven Entfremdung der gesamten Bevölkerung und der Unfähigkeit des ANCs, die Versprechen einzuhalten, mit denen er seinerzeit gewählt worden ist. Und die Konsequenz daraus ist auch, dass 13 Millionen Wahlberechtigte sich überhaupt nicht zur Wahl, zum Wählen angemeldet haben. Can a comrade just indicate to me how much time I've used up so far? I'm worried that I'm going to leave out a lot of important points if I'm suddenly told that it's time to sum up. Just give me a reminder every 5 minutes about how much time I actually have.
Yeah, you have 20 minutes with translation, so 10 minutes like that. Okay. The ANC's vote in reality could have fallen below 50% in the general election of 2019. But it was able to retain 57% of the vote, mainly because ANC voters wanted to give the ANC a last chance after electing Ramaphosa as president of the ANC at their conference, who promised that he would clean out corruption. Ja, also tatsächlich hätte das Wahlergebnis des ANC schon bei der Wahl im Januar unter 50% fallen können oder müssen. Aber es ist dann noch mal über 50% geblieben, vor allem, weil die Wähler quasi, also die Stammwählerschaft quasi gesagt hat, wir geben der Partei jetzt noch eine letzte Chance, nachdem eben Ramaphosa auf dem Parteikongress zum Präsidenten gewählt worden ist, mit dem Versprechen, jetzt aber wirklich gegen Korruption vorzugehen. But the very corruption that Ramaphosa had promised to eradicate seeped into his own faction, right into the presidency itself, particularly around the question of protective equipment under the pandemic. Ja, die Korruption, die Ramaphosa hätte bekämpfen sollen oder wollen, ist durch seine eigene Fraktion selbst völlig eingedrungen und auch ins Präsidentenamt, was man vor allem an den Korruptionsfällen in Bezug auf Corona-Schutzausrüstung ablesen konnte. So it was quite an extraordinary spectacle to watch how the ANC campaigned. They basically begged the electorate to give them one more chance, because even they could not fail to recognize the enormous anger and alienation that was felt amongst the masses. They conducted the campaign almost as if they were their own opposition. Ja, also, und es war dann auch unglaublich, wie der Afrikanische Nationalkongress jetzt den Wahlkampf geführt hat. Also faktisch haben die ihre eigenen Wähler darum angebettelt, ihnen doch noch eine letzte Chance zu geben. Und es hat fast so ausgesehen, als ob die Partei als ihre eigene Opposition fungieren würde. Now it is important to understand that the root of the alienation and anger of the masses lies in the consequences of the capitalist economic policies that the ANC has pursued since it came into office. Ja, die Wurzel dieser gesamten gesellschaftlichen Entfremdung ist eben ganz klar die, dass der Afrikanische Nationalkongress, seitdem er an die Macht gekommen ist, konsequent die Verteidigung, die Weiterführung des Kapitalismus verfolgt hat. Poverty, unemployment and inequality today is worse than it was under apartheid, leading the World Bank to classify South Africa as the most unequal society on the planet. Ja, die Armut, Arbeitslosigkeit und Ungleichheit sind heute in Südafrika tatsächlich schlimmer, als sie zu Apartheid-Zeiten gewesen sind, so krass das klingt. Und das hat auch dazu geführt, dass die Weltbank Südafrika als die ungleichste Gesellschaft der Welt eingestuft hat. Formal and legal racial discrimination may have been abolished, but the social pyramid is exactly the same today as it was under apartheid, even if poverty has begun to nip at the ankles even of the white population. But the pyramid remains the same with whites at the top, below them, people of Asian descent, the Indians, just below them, the coloreds and black Africans holding up the social pyramid right at the bottom. Ja, also obwohl
die legale Diskriminierung ja abgeschafft ist, ist die gesellschaftliche Hierarchie, Rassenhierarchie genau dieselbe geblieben. Auch wenn es inzwischen so ist, dass auch Weiße nach und nach teilweise von Armut betroffen werden, ist es immer noch so, dass es praktisch eine gesellschaftliche Hierarchie gibt, in der die weiße Bevölkerung ganz oben steht, nach wie vor danach die asiatischen Einwanderer kommen, danach farbige und die schwarze Bevölkerung eben nach wie vor die untere, aber auch größte Bevölkerungsschicht darstellt. Unemployment is officially at 34%, but because they don't count the people that have become discouraged in looking for jobs, they hide the reality that the actual level of unemployment is around 43%, 70% amongst the youth. Ja, also die Arbeitslosigkeit ist in Südafrika offiziell bei 34%. Das ist aber eine geschönte Statistik, weil eben Leute, die schon gar nicht mehr nach Arbeit suchen, nicht mitgezählt werden. In Wirklichkeit müssen wir von 43% real sprechen und unter den die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 70%. The reality is that the ANC has always been a political party representing the interests not of the working class, but of a segment, the middle class, of the black population, who were aggrieved against first colonialism and then apartheid, which officially became the policy of the Afrikaner-dominated white minority regime in 1948. They have always been aggrieved over the fact that racial discrimination prevented the black middle class from fulfilling their aspiration to become part of the capitalist class. Ja, in Wirklichkeit hat der Afrikanische Nationalkongress schon immer eigentlich die schwarze Mittelschicht in Südafrika vertreten, die eben sich gewehrt haben, zuerst gegen den Kolonialismus und dann später gegen das Apartheid-Regime, das 1948 die offizielle Politik der weißen Minderheitsherrscherklasse in Südafrika geworden ist. Und eben aus Sicht dieser Mittelschicht ist es eben die schreckliche Ungerechtigkeit, dass Apartheid und die Kolonialgesetzgebung davor verhindert haben, dass sie als Mittelschicht aufsteigen konnten zu Kapitalisten. From its birth in 1912 until the 1940s, the ANC was no more than a lobby group begging imperialism to relax the restrictions on their ability to participate in self-enrichment and the exploitation of the labor of the working class, if one wants to strip all the language about non-racialism of their down to their real meaning. It was only in the early 40s with the rise of Mandela's generation and the creation of the ANC Youth League, that the ANC turned towards the masses and began mass mobilization, which lasted throughout the 1950s to demand an end to apartheid and democratic rights. Yeah, also, von ihrer Gründung, also von seiner Gründung 1912 bis in die 40er war der Afrikanische Nationalkongress eigentlich nur eine Lobbygruppe, die eben, wenn man mal von den wohlklingenden Phrasen absieht, eigentlich nur den Imperialismus angebettelt hat, doch die Restriktionen gegenüber der schwarzen Mittelschicht abzuschaffen oder zu lockern. Erst in den 40ern mit dem Aufstieg der ANC Youth League und eben auch der Politikergeneration, zu der auch Mandela gehört hat,
gab es dann ein Hinwenden zu den Massen und ist es dann zu großen Mobilisierungen gekommen, die auch während der gesamten 1950er stattgefunden haben, eben dann mit der Forderung nach dem Ende der Apartheid und der Demokratisierung der Gesellschaft. But even as they had turned their backs on writing petitions to the Queen of England and mobilized the masses, which culminated in the holding of what was called the Congress of the People in 1955, which saw the adoption of the Freedom Charter and radical demands such as for the nationalization of the banks, the mines, and the land, even then, the ANC remained committed to capitalism. Ja, also trotz aller Forderungen, die damals aufgestellt worden sind, die teilweise auch sehr radikal waren, also 1955 gab es den Kongress des Volks und da wurden dann auch Verstaatlichungen und Enteignungen gefordert. Trotzdem hat die Partei immer vollständig am kapitalistischen System festgehalten. When Mandela was asked, however, in 1956, whether the adoption of the Freedom Charter represented the adoption of a blueprint for socialism, Mandela's answer was crystal clear. He said, under socialism, the workers hold state power. They and the peasants own the means of production, the land, the factories, and the mills. All production is for use and not for profit. The charter does not envisage such profound economic and political changes. The breaking up and democratization of these monopolies will open up fresh fields for the development of a prosperous non-European bourgeoisie. Ja, also 56 ist dann Mandela ja auch gefragt worden, ob die sogenannte Freiheitscharta, die damals aufgenommen wurde, eine Blaupause für den Sozialismus bedeutet. Und Mandelas Antwort war tatsächlich ziemlich klar. Er hat gesagt, ja, im Sozialismus gehören den Arbeitern die Produktionsmittel, die Arbeiter und die Bauern, denen gehört die ganze politische Macht. Und denen gehören also die Fabriken, Werkstätten, Bergwerke und so weiter. So eine radikale Veränderung sieht die Freiheitscharta gar nicht vor, sondern das Ziel des Aufbrechens der ganzen Monopole ist es dann eben, ein weites Feld zu schaffen für eine neue nicht-europäische Bourgeoisie. And therefore the alienation and anger of the masses expressed in the local government elections are an inevitable consequences of the massive transfer of wealth from the poor to the rich that the ANC presided over once it took office in 1994. The accelerated transfer of wealth from the poor to the rich. Ja, und insofern muss man sagen, dass die Entfremdung und Frustration der Massen heute eine ganz klare Konsequenz ist der vom Afrikanischen Nationalkongress betriebenen Politik seit ihrer Machtergreifung, die nämlich darauf hinausläuft, eigentlich die Umverteilung des Wohlstands von unten nach oben nur noch beschleunigt zu haben. Und diese Beschleunigung, diese Umverteilung hat zur jetzigen katastrophalen Lage geführt. The end of the mass movement of the 1950s, the banning of the ANC, the imprisonment of the leadership, led to a period of approximately 10 to 15 years of quiescence within the movement of the masses inside the country. But it was the working class, beginning with the strikes of 1973, that revived the struggle
with a working class strengthened by the economic boom that had taken place worldwide and from which the South African economy had also benefited. Ja, also die Zerschlagung der Bewegung in den 50ern, der Verbot des afrikanischen Nationalkongress, führte ja erst zu einer Periode von so 10 bis 15 Jahren, in der die Bewegung quasi stillgestanden hat. Es war aber dann die Arbeiterklasse in Südafrika, die den Kampf wieder eröffnet hat, ganz besonders mit der Streikbewegung von 1973, wo also quasi die Arbeiterklasse durch den weltweiten Wirtschaftsboom gestärkt wurde und in der Konsequenz angefangen hat, sich für bessere Lebensbedingungen einzusetzen. From the experience of their own struggle, the working class drew the conclusion, however, that the struggle against apartheid could not be separated from the struggle against capitalism. They saw apartheid and capitalism as two sides of the same bloody coin. Ja, die Arbeiter haben damals aber dann aus ihrer eigenen Erfahrung ganz klar den Schluss gezogen, dass der Kampf gegen Apartheid nicht vom Kampf gegen den Kapitalismus zu trennen war, sondern für sie waren das ganz klar zwei Seiten derselben brutalen Medaille. I don't have time to read to the comrades all the quotes of what was the predominant outlook of the working class, except to cite the fact that on the banner of the 1987 Congress of COSATU, which had been created 2 years earlier as the most powerful organization of the working class in South African history, were the words, socialism means freedom. Ja, also wir haben jetzt leider keine Zeit, im Detail auf die Meinung einzugehen, die in der Arbeiterklasse damals vorgeherrscht hat, die man mit zahlreichen Zitaten unterlegen könnte. Es reicht aber hier vielleicht zu sagen, dass der Gewerkschaftsverband COSATU, der damals als mächtigstes Vehikel der Arbeiterklasse in der Geschichte des Landes gegründet worden ist, 1987 aus seinem Kongress das Hauptbanner hatte, auf dem stand: Sozialismus bedeutet Freiheit. This outlook on the part of the working class created enormous alarm amongst the capitalists, amongst imperialism, but also within the leadership of the ANC itself. Ja, diese Ideen und Forderungen haben natürlich die kapitalistische Klasse und das imperialistische Kapital in Angst und Schrecken versetzt, aber es hat eben auch die Führung des afrikanischen Nationalkongresses in Angst und Schrecken versetzt. In the light of the experience of the betrayal of the masses on the African continents after independence, workers drew the conclusion that the most advanced workers drew the conclusion that the ANC could not be trusted to repeat those betrayals. And there was the beginning of the idea of the workers forming their own workers' party, particularly within the Metal Workers Union, known as NUMSA today. Die fortschrittlichsten Elemente der Arbeiterklasse haben damals aus den Erfahrungen der anderen afrikanischen Unabhängigkeitsbewegungen die Konsequenzen gezogen. Ja, sie konnten ja sehen, dass es überall auf dem Kontinent nach der nationalen Unabhängigkeit zum Verrat an der Arbeiterklasse gekommen ist. Und sie sind also zu dem Ergebnis gekommen, bereits in Teilen, dass sich die Arbeiterklasse selber in einer eigenen Arbeiterpartei organisieren müsste, weil man dem afrikanischen Nationalkongress nicht vertrauen konnte. Und gerade in der Metallarbeitergewerkschaft war das hatte diese Haltung zunehmend Rückhalt. It is for this reason that the ANC leadership, relying on the illusions that existed in the Communist Party,
trapped the organized working class, organized in COSATU, in the so-called tripartite alliance. Ja, der ANC hat darauf reagiert, indem sie die organisierte Arbeiterklasse in Gefangenschaft genommen haben, in Form der sogenannten Tripartite Alliance, die quasi ein Bündnis ist, ein offizielles Bündnis zwischen dem, also der ANC selber, der Afrikanischen Kommunistischen Partei und dem Gewerkschaftskongress COSATU. Mit dieser Taktik haben sie sich eben auf die Kooperation und die Illusionen auch der Südafrikanischen Kommunistischen Partei gestützt. This was accepted by the masses on the basis that the ANC offered the best anchor around which to create maximum unity in the struggle against apartheid. But those illusions have now washed away. Damals hat die Arbeiterklasse das akzeptiert unter der Prämisse, dass der Afrikanische Nationalkongress das beste Vehikel damals darstellte, einer einheitlichen Position gegen Apartheid und gegen die Rassenherrschaft. Diese Illusionen haben sich aber heute als völlig leer und nicht mehr haltbar erwiesen. While the ANC and the masses had come together in their common struggle against apartheid, the fact that these were two irreconcilable class forces under one banner in the ANC and the tripartite alliance as a whole inevitably had to create the conditions for a rupture, and that occurred through the Marikana massacre in 2012. Obwohl der Afrikanische Nationalkongress praktisch mit den Massen überein ging im Kampf gegen Apartheid, ist die Tatsache, dass eben der Kampf gegen Apartheid und der Kampf gegen Kapitalismus nicht voneinander zu trennen sind und dass der Afrikanische Nationalkongress sich dem Kampf gegen den Kapitalismus aber verweigert hat. Diese Situation musste unweigerlich zu einem Bruch führen, und dieser Bruch hat stattgefunden in Form des Marikana-Massakers von 2012. Following the Marikana massacre, there has been a split within COSATU and the establishment of a new trade union federation, with the Metal Workers Union leading the way, unfortunately under a Stalinist leadership that failed to fulfill the promise to create a workers' party at their special national congress in 2013. Ja, es hat nach diesem Massaker, ist es dann innerhalb des Gewerkschaftsverbandes COSATU zur Spaltung gekommen, und das hat zur Bildung eines einer neuen Gewerkschaftsföderation geführt unter der Führung der Metallarbeitergewerkschaft. Leider ist diese Gewerkschaft eben unter stalinistischer Führung und hat sich ihrem eigenen Beschluss verweigert, die Gründung einer neuen Arbeiterpartei vorgesehen hat. As a result of our intervention in the founding of the new trade union federation SAFTU, the question of a workers' party, which the NUMSA leadership and the Stalinist influence had attempted to bury, was put back on the agenda. And I will wind up quite soon, Cole. Ja, innerhalb der Gewerkschaftsföderation SAFTU ist es nur durch die Intervention der Marxisten dazu gekommen, dass die Bildgründung einer Arbeiterpartei überhaupt wieder auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Ist durch die stalinistische Führung der Metallarbeitergewerkschaft und anderer Gruppen massiv sabotiert worden. Under our influence, the founding congress of SAFTU, the South African Federation of Trade Unions, adopted a resolution to establish a political and ideological commission to prepare the way for the formation of a workers' party. Also durch die Intervention der Marxisten
hat sich hat der Gründungskongress von SAFTU sich für die Bildung einer politischen und ideologischen Kommission ausgesprochen, deren Ziel es gewesen wäre, die Gründung einer Partei vorzubereiten. In a desperate attempt to prevent that process from leading to a genuine mass workers party, the leadership of NUMSA formed a party behind the backs of their own members and that of SAFTU as a whole called the Socialist Revolutionary Workers Party. Ja, um praktisch der Gründung einer breiten Arbeiterpartei zuvorzukommen, hat die Führung der Metallarbeitergewerkschaft NUMSA dann zu dem Trick gegriffen, selber hinter dem Rücken der eigenen Mitgliedschaft und des Gewerkschaftsverbandes eine eigene Kleinstpartei zu gründen, die sich Sozialistische Revolutionäre Partei genannt hat oder nennt. SAFTU implemented its founding Congress resolution in 2018 by convening what was called a working class summit of 1,000 delegates from 147 different community organizations, youth organizations, and the trade unions themselves, and adopted a declaration to create a mass workers' party on a socialist program. Ja, 2018 hat SAFTU dann den eigenen Beschluss umgesetzt in Form des ersten Working Class Summit, also Arbeitergipfel, auf dem 1,000 Delegierte aus allen Lebensbereichen inklusive der Gewerkschaften vertreten waren. Und dieser Gipfel hat dann auch beschlossen, eine Massenarbeiterpartei mit sozialistischem Programm zu gründen. The process for the implementation of that declaration has been sabotaged and obstructed by the NUMSA leadership through the SRWP, which contested the general elections in 2019, but got a humiliating result without even getting one seat. Also die Führung der Gewerkschaft NUMSA hat mit allen Mitteln versucht, die Umsetzung dieser Resolution zu sabotieren und behindern, unter anderem eben durch den Antritt ihres eigenen politischen Vehikels zu den Wahlen 2018, wo sie allerdings eine äußerst peinliche Niederlage einstecken mussten. Our campaign for the summit to be reconvened has now resulted in the process being put back on track. And there will be a new summit in the beginning of 2022. Ja, die Marxist Workers Party hat konsequent dafür gekämpft, den Arbeitergipfel fortzusetzen, also einen zweiten Gipfel durchzuführen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es Anfang 2022 eben zu dieser Fortsetzung kommen wird. The steering committee on which I sit requested that papers a paper be written on the Workers' Party, which they assigned to us to write. And in that paper, we proposed that a date be set for the launch of the party. Ja, also das Steuerungskomitee, auf dem Weismann selber vertreten ist, hat den Auftrag gegeben, eben ein eigenes Papier zu verfassen zur Gründung einer Arbeiterpartei. Dieses Papier hat die Marxist Workers Party verfasst und eben dort vorgeschlagen, dass ein Startdatum, also ein Stichtag für die Gründung der neuen Partei gesetzt werden soll. That proposal has terrified both of the tendencies that we are battling against within the working class summit process. The Stalinists on the one side with their brand of reformism to try and blacken capitalism, and the other reformers who talk about stimulus packages to overcome the crisis of capitalism, attempting to put lipstick on the pig of a capitalism in crisis.
Ja, also dieser Vorschlag für die Gründung einer neuen Arbeiterpartei ein Datum zu setzen, hat beide gegnerischen Hauptflügel des Gewerkschaftskongresses in Angst und Schrecken versetzt. Also auf der einen Seite die Stalinisten und auf der anderen Seite die Reformisten, die darauf hinarbeiten, den Kapitalismus durch Sozialreformen einen praktisch netten Anstrich geben zu wollen. On the 4th and 5th of December, the steering committee will be inviting other social forces in an extended meeting to finalize the date for the reconvening of the summit. Ja, am 14. September, Dezember wird das Steuerungskomitee ein vergrößertes Treffen abhalten, in dem eben auch andere gesellschaftliche Kräfte eingeladen sind und in dem dann eben dieses Startdatum für die neue Partei diskutiert und gesetzt werden soll. It is of course not a certainty that a workers' party will definitely be launched at the reconvened summit, but the reality is that the vacuum on the left has been deepened by the outcome of the local government elections, and despite the fall in the ANC's vote, neither the populist economic freedom fighters nor the more openly neoliberal Democratic Alliance have benefited from the decline in the ANC. And the objective situation favors the campaign that we are engaged in, and we will do everything in our powers to argue for a date to be set at the reconvened summit for the launch of the party. Ja, man kann natürlich nicht garantieren, es gibt keine Garantie dafür, dass der neue Arbeiterkongress die Gründung der Partei dann auch durch umsetzt. Es ist aber so, dass das Vakuum auf der politischen Linken nicht mehr zu füllen ist durch andere Kräfte. Es haben also weder die offenen neoliberalen rechten Demokraten noch die populistischen Economic Freedom Fighters vom Einbruch des afrikanischen Nationalkongresses profitieren können. Und also die letzten Wahlen vom November haben diese Situation nochmal verschärft. Deswegen, auch wenn man es nicht garantieren kann, ist die Situation für die Gründung einer neuen Partei sehr gut. Und wir werden alles daran setzen, die Gründung durch den neuen Arbeiterkongress. In conclusion, comrades, let me repeat that we are inspired by the example of the work that you are doing. I see the comrade from Austria, who will, I think, appreciate these words, that she inspires us to punch far above our weight, to have an influence far greater than our numbers. But we are determined that the Marxist Workers' Party will play a role in the creation of a mass workers' party on a socialist program, so that we, together with our comrades in the CWI throughout the world, can create a mass international for the overthrow of capitalism and the socialist transformation of society. Amanda! Ja, also er hat nochmal gesagt, dass die deutsche Sektion, aber vor allem die Genossin Laura aus Österreich ihn und die anderen dazu inspiriert, über ihre Gewichtsklasse hinaus, über die eigene Zahl hinaus zu kämpfen, und werden sich deswegen dafür einsetzen, die Gründung einer sozialistischen Massenpartei zu erzwingen als Teil einer neuen sozialistischen Internationale für die Erkämpfung des Sozialismus. Thank you, comrade, for that, I think, very great contribution. I'll just say some things in German now, and then we'll go to the discussion. Liebe Genossen, bevor wir in die Diskussion gehen, ich weiß, wir haben ein bisschen überzogen, es tut mir auch sehr leid, dass wir dadurch weniger Zeit für die Diskussion haben. Ich vorschlage, dass wir dann das Schlusswort ein bisschen kürzer fassen. Ich muss jetzt nur noch ein paar Sachen sagen, und dann können wir auch gleich in die Diskussion übergehen.
Erstens wollte ich nochmal für alle sagen, die vielleicht jetzt ein bisschen später in diesen Workshop reingekommen sind, dass wir auch noch einen Haufen Links haben für weiterführende Informationen auf die Website unserer Internationalen im CWI, wo wir auch aktuelle tiefere Analysen zu den Ereignissen in Südafrika und rund um die Welt haben, aber auch zur Website der Marxist Workers Party der südafrikanischen Sektion des CWIs. Wir werden die Links gleich nochmal reinstellen, sodass auch alle, die später gekommen sind. Es wurde ja vorhin nochmal angesprochen bei dem Podium. Wir haben jetzt durch den Zoom die Teilnahme natürlich kostenlos. Wir haben aber natürlich trotzdem die Kosten, die entstanden sind durch die Räume und so, die wir gebucht haben. Und deshalb würden wir uns freuen, wenn ihr euch überlegen könntet und wenn das möglich wäre, auch einen Teil davon zu spenden oder noch eine Spende zu tätigen, damit wir nicht dort drauf sitzen bleiben. Da werden wir die Links auch nochmal gleich in die Gruppe schicken. Dann jetzt kurz zur Diskussion. Genau, wir werden die Beiträge simultan für den Genossen übersetzen. Das heißt, ihr könnt ruhig auf Deutsch eure Beiträge machen. Ich hatte gesagt, dass wir die Redezeit ein bisschen kürzer halten als 5 Minuten aufgrund der längeren Einleitung. Aber ich wollte auch hier nochmal betonen, fühlt euch frei zu sagen, was eure Gedanken sind zu dem Thema. Ihr müsst nicht die volle Redezeit ausreizen. Auch kurze Beiträge, prägnante Beiträge, Eindrücke sind wichtig, sind sehr hilfreich und helfen uns in der Diskussion. Genau, und zur Diskussion selber, also wenn ihr Fragen habt, wir werden das jetzt nicht so machen, das ist ein Dialog zwischen Weismann und den Teilnehmern jetzt haben, sondern dass wir jetzt die Fragen sammeln und Weismann dann am Ende auf die Fragen eingehen wird, in einem Schlusswort. Genau. Und auch nochmal der Hinweis, falls euch das jetzt gefallen hat und auch was jetzt in der Diskussion gesagt wird, zögert nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen, zögert nicht, uns anzuschreiben und zusammen mit uns zu diskutieren, wie wir diese großen Aufgaben, die uns weltweit gemeinsam angehen können. Genau. Havik, danke schön. Dann würde ich auch dann in die Diskussion übergehen. Wir haben auch schon einige Wortmeldungen. Als erstes wäre Laura aus Österreich mit einer Frage. Soll ich gleich auf Englisch stellen und selber übersetzen auf Deutsch? Also wir haben einen Genosse, der das auch simultan übersetzt, dann würden wir uns Zeit sparen, das nicht alles zu holen müssen. Okay. Eine Frage an Weismann bezüglich dieser neuen Virusvariante, die es da jetzt im südlichen Afrika gibt. Da gibt es ja einige Fälle in Südafrika jetzt. Vielleicht kann er ein bisschen was dazu sagen, was ein bisschen über die Infos, die wir jetzt quasi über die Medien bekommen haben, hinausgeht. Ja, vielen Dank. Falls es bei der Übersetzung müssen mich die Genossen das wissen lassen. Ansonsten wäre jetzt Lukas mit einem Wortbeitrag dran. Lukas, du müsstest dich entstummen. Hatte ich eigentlich, aber egal. Genosse Weismann hat ja berichtet von dem Massaker, was es gegeben hat. In 2012, also das Marikana-Massaker an den Platin-Minenarbeitern. Und ich wollte fragen, ob er ein bisschen darauf eingehen kann, welche Rolle Marxisten bei der Organisierung des Streiks gespielt haben, die zu diesem Massaker geführt haben, also der da niedergeschossen wurde faktisch durch das Massaker. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine weitere Frage von Sebastian. Ja, also fand ich erstmal super interessant den Vortrag von Weismann und wollte mich da bedanken, dass so in der Tiefe hatte ich das so über Artikel lesen oder internationale Treffen von CWI noch nicht gehört und habe auch einiges gelernt. Die Frage, die ich stellen wollte, wenn noch Zeit ist beim Schlusswort, auch nochmal, ob Weismann nochmal zur betrieblichen Auseinandersetzung aktuellen Stand geben könnte, was sich in den letzten Monaten getan hat und auch wie sich die Pandemie darauf ausgewirkt hat. Ja.
danke. Dann haben wir eine weitere Frage von Till. Ja, ich wollte mich auch erstmal bedanken. Ich fand den Vortrag sehr interessant. Und mit meinem begrenzten Wissensstand über die Geschichte dort stimme ich zumindest in allgemeinen Positionen zu, die Weizmann genannt hat. Ich habe zwei Fragen. Zum einen zu diesen Juli-Riots. Ich stimme der Einschätzung zu, dass es eigentlich eine reaktionäre Entwicklung war, eine Bezugnahme auf eine Fraktion der des im herrschenden bürgerlichen System. Jetzt ist es bei so massenhaften Bewegungen trotzdem so, dass im Bewusstsein der Leute, die daran beteiligt sind, auch sehr widersprüchliche und unterschiedliche Dinge passieren können. Da wollte ich fragen, ob es da trotz dessen, dass es insgesamt eine reaktionäre Bewegung war, eigentlich vielleicht auch progressive Entwicklungen gegeben hat. Also ob vielleicht irgendwie Schichten in Bewegung gekommen sind, die vorhin nicht in Bewegung waren oder so zum Beispiel. Einfach eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich die Situation nicht kenne. Noch ein zweiter kurzer Punkt. Diese Diskussion über die Gründung der neuen Arbeiterpartei. Da wäre es jetzt ja, glaube ich, auch wichtig, auf einer sehr konkreten Ebene über ein Aktionsprogramm zu diskutieren, um die Krise für die Massen zu entschärfen und so weiter, weil man ja von so einem Begriff Arbeiterpartei oder Sozialismus oder so, von diesen Begriffen haben wir eine Vorstellung, aber nicht jeder hat die gleiche Vorstellung davon. Da wollte ich fragen, ob es einfach in konkreteren Fragen des Klassenkampfes bestimmte Diskussionen, Auseinandersetzungen gibt. Danke erstmal. Genau, wenn es, also nochmal an die Übersetzer, wenn es die Notwendigkeit braucht, einzelne Punkte nochmal zu wiederholen, dann sagt uns das gerne Bescheid. Dann nehmen wir auch ein bisschen das Tempo raus, damit ihr die Möglichkeit habt, die Fragen auch zu übersetzen. Genau, ansonsten als nächstes wäre der Lukas von der Linksjugend Lippe dran mit einer Frage. Ja, hey, also auch erstmal danke für die ganzen Infos. Ich habe davon von der ganzen Lage kaum was mitbekommen. Also ich habe es jetzt so verstanden und es macht ja auch Sinn, dass die Partei vor allem auf der Basis von den Gewerkschaften gegründet wird. Und hast du ja gesagt, dass es über 40% Arbeitslosigkeit gibt und über 70% Jugendarbeitslosigkeit. Da würde mich interessieren, ob es dann schon Konzepte gibt, auch diese Bevölkerung einzubinden, denn die macht dann ja auch einen enormen Teil der sozialen Kraft aus. Und genau, dass man das halt mit der Gewerkschaftsarbeit und den aktiven Arbeitern verknüpft. Ja, vielen Dank, Lukas. Dann haben wir als nächstes den Till, aber diesmal aus Berlin. Ja, ich habe eine relativ theoretische Frage. Und zwar, Fanon beschreibt ja auch, dass in antikolonialen und auch Anti-Apartheidsbewegungen erstmal das Normal ist, dass viele Strömungen, die nicht unbedingt marxistisch sind, zusammenkommen, um dem ein Ende zu setzen, also auch bäuerlich und liberal. Deswegen wollte ich fragen, ob in seiner Meinung sich die Arbeiter schon vor 1994 vom ANC hätten lossagen sollen oder erst hinterher, praktisch mit der Abschaffung des Apartheidsregimes? Ja, vielen Dank, Till, für die weitere Frage. Als nächstes wäre Thomas, und nein, ich habe deine Hand nicht gesehen, aber du wärst jetzt dran. Tut mir leid, falls ich dich übergangen habe. Thomas aus Rostock. Noch hört man dich nicht, falls du was gesagt hast. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hört man dich. Ah, wunderbar. Ja, auch von meiner Seite aus, Weizmann, finde ich toll, dass du heute dabei sein kannst.
Und ich fände es gut, wenn du vielleicht noch mal etwas dazu sagen könntest, wie der Kampf gegen Corona in Südafrika aussieht. Also das, was die Regierung macht, beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht macht. Und wie die Arbeiterbewegung sich dazu positioniert. Also was der COSATU dazu zum Beispiel sagt, was eben für Vorschläge dahingehend kommt, für Forderungen kommt. Und wie ihr da eben agiert, weil es da ja wahrscheinlich sehr große Unterschiede auch zu den wohlhabenden Industrieländern geben wird. Dankeschön. Also wir haben jetzt gerade keine weiteren Beiträge oder Fragen. Mein Vorschlag fürs Vorgehen wäre, dass wir jetzt Weismann nochmal die Gelegenheit geben, auf die Fragen einzugehen, bevor es sich jetzt einen Haufen Fragen total ansammeln und dann gucken, ob wir dann nochmal Zeit haben, nochmal eine weitere Runde an Beiträgen und so zuzulassen. Das wäre jetzt mein Vorschlag und ich würde dann praktisch Weismann, falls die Fragen auch alle angekommen sind, müsste mich wissen lassen, ob da manche Sachen nicht durchgekommen sind, eine Antwort ermöglichen. Thank you very much, comrades. These are all very important and very thoughtful questions, for which, unfortunately, let me apologize in advance. It will not be possible to give them the thorough treatment that they merit. To take the first question around the new variant. I think what is being complained about very loudly, certainly in the media and by political commentators, is that South Africa is being punished for having been the first to identify the new variant through the reimposition of travel restrictions. I was saying to comrade Sasha earlier that the original plan for me to participate in this event in person would have resulted in quite a few euros being lost because I would have been stopped at the airport as I was about to board following the reimposition of travel restrictions on people, not only from South Africa, but from Southern Africa. I think the important point to register here is that a lot of confusion has been created, I think, by governments, by commentators and so forth, which have created the impression that when a variant is discovered in a particular country, it originated necessarily in that country. This new variant has only just been discovered because they do have a very, very highly developed genome sequencing center in South Africa. And it's not the first time that they've been in the forefront of the identification of new mutations in the variant. But it is, has already been acknowledged that it is to be found in Hong Kong, in Israel, and I don't know how many other countries. All that has happened is that the South African medical authorities were the first to identify it and warn about the fact that it is potentially more transmissible than other variants. What is going to happen now is that the government has what it's called the Corona Command Council, which meets and makes an evaluation of the impact of the pandemic on the basis of the level of infection. Sorry, can you let me translate? Oh, I'm very sorry. Also in der südafrikanischen Presse herrscht vor allem praktisch Wut darüber vor,
und unter der Politik, dass Südafrika jetzt quasi bestraft wird dafür, dass sie diese neue Variante entdeckt haben, dadurch, dass eben die Einreisebeschränkungen wieder eingeführt haben. Und wenn Wiseman tatsächlich versucht hätte, live zu unserem Kongress zu erscheinen, dann hätte das zur Verschwendung großer Mengen Geld geführt, weil man ihn halt am Flughafen gestoppt hätte. Tatsächlich ist es aber so, dass man sich klar sein muss, und das ist der Punkt für uns, dass nur weil eine Variante in einem bestimmten Land entdeckt wird, das nicht bedeutet, dass die Variante auch daherkommt. Und tatsächlich ist sie in Südafrika entdeckt worden, weil Südafrika eben sehr fortschrittliche Genforschungslaboratorien verfügt und die südafrikanische Regierung dann in die Lage versetzt wurde, die Welt zu warnen, passt auf, wir haben hier eine neue besonders Variante, die wir für potenziell besonders gefährlich halten. Fakt ist aber, dass also von Hongkong bis Israel diese Variante schon an allen möglichen Stellen nachgewiesen wurde und dessen muss man sich bewusst sein. Yeah, it is as ridiculous to refer to this Omicron variant as the South African virus, just as much as it was ridiculous for the British government to call the Delta virus South African or for Trump to call the virus Chinese. And all, what this underlines is the complete absurdity that underlies the approach to the fight against the pandemic on the part of all capitalist governments across the world. They have taken advantage of the emergence of the pandemic in different countries, but to look at the interests of the pharmaceutical companies and their geopolitical interests in the first instance, and re-underlines the necessity for the overthrow of capitalism just on the question of the pandemic alone, which demands international coordination in the fight against the pandemic. Ja, also das Verhalten der Politiker verschiedener Länder in der Pandemie zeigt noch einmal die Schwäche des kapitalistischen Systems und ist eben auch Ausdruck massiver nationalistischer Ressentiments und Zynismus, wo man sich eben vor allem um die Interessen der Pharmakonzerne kümmert und schon allein, also die Notwendigkeit, die Pandemien zu bekämpfen, macht eigentlich nochmal klar, warum es notwendig ist, den Kapitalismus zu stürzen und warum wir ein sozialistisches System brauchen, weil die Koordination, die zu so einer Sache wie Seuchenbekämpfung notwendig ist, vom Kapitalismus gar nicht geleistet werden kann. And if the comrade you asked a question related to the fight against the pandemic doesn't mind, I will try and conclude my response on the question of the coronavirus by combining it with my reply to this particular question and say the following, that to the extent that there's a campaign to overcome the pandemic, it is running into the contradiction that at the height of the pandemic, such is the commitment of the ANC government to its economic strategy, which has at the heart of it what they call fiscal consolidation to reduce the budget deficit and to try and resuscitate economic growth, which fell by nearly 7% at the beginning of the pandemic when they were compelled to impose a hard lockdown last year. But in the budget that was presented in February this year and reaffirmed this month, they make provision for a cut in the health budget, actually. So they are going to aggravate the situation. And the problem with the approach that has been taken, even within those formations affiliated to SAFTU, is that there is a failure to connect the demand for a battle against the pandemic with demands
for the nationalization of the private healthcare system, of a pharmaceutical, and more importantly, a failure to implement what we have called for, that the battle against the pandemic has to be taken over by the working class itself in its own communities, that must take responsibility for educating working class communities about what the pandemic is all about, to inoculate them against conspiracy theories, against the anti-vaxxers and so forth, but also as a means to concretize for working class people what the pandemic means as and its connection to the government's new liberal economic policies, to undertake education campaigns, to set up what we called anti-COVID brigades, to go into communities, to organize them for educational purposes, but also for mass action, which would also help to combat the widespread corruption that there was. So to connect all of these issues together, to simply demand of the government to be reasonable, to set aside the resources, is to be blind to the realities that we are not, you cannot ask the devil to stop committing sin. Only mass action will put pressure on the state, and in particular, the trade unions have been lacking, including the new federation, putting themselves in the forefront of connecting the problem of the pandemic with the general health problem inside the country. South Africa still has the highest population infected by HIV/AIDS, for example, which the pandemic has affected because resources have to be diverted and people don't go for the medication that they are supposed to take. So what we should, in conclusion, say about this matter is that the pandemic highlights the irreconcilable contradiction between private profit and social need, between the interests of the capitalist government and the working class itself, and is another reason why, on the one hand, we need the working class needs to create its own voice and embark on a campaign for the nationalization of the private healthcare in particular in South Africa, which consumes 80% of healthcare spending, and yet the majority of the population relies on the public sector. On the question of, if I understood the question correctly, you know. Can I translate really quick? Oh, yes. Das, ja, okay. Also bezüglich dem Kampf gegen Corona ist es also so, dass das Problem unter anderem ist, dass die Regierung total an ihrer Politik der fiskalischen Konsolidierung, das heißt Sparpolitik, festhält und mit dem Ziel unter anderem die Wirtschaft irgendwie wieder zu beleben, die zum Anfang der Corona-Krise um 7% eingebrochen ist. Die Konsequenz dieser Politik ist aber, dass trotz der Corona-Krise der Haushalt, der dieses Jahr beschlossen und im Herbst auch nochmal bestätigt wurde, vorsieht, dass das Gesundheitsversorgungssystem sogar noch Geld verliert. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Wir haben auch ein privates Gesundheitssystem, das 80% der Geldmittel verschlingt, aber die Mehrheit der Bevölkerung ist tatsächlich von den staatlichen, vom staatlichen Gesundheitssystem abhängig. Es ist so, dass die Marxist Workers Party darauf setzt, die Arbeiterklasse selber zu mobilisieren und zum gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie und gegen Kapitalismus und zum Beispiel auch gegen Korruption zusammenzubringen und eben Selbstorganisationen nach vorne zu bringen, sodass die Arbeiterklasse sich selber gegen die Pandemie zur Wehr setzt, weil die Behörden dazu nicht in der Lage sind.
Und leider ist es auch so, dass selbst innerhalb des linken Gewerkschaftsverbands SAFTU noch gar kein, also kaum ein Bewusstsein dafür da ist, dass man den Kampf gegen die Pandemie mit dem Kampf gegen den Kapitalismus und auch vor allem den Kampf gegen die Regierung verbinden muss. Und die Gewerkschaft ist nach wie vor, die Gewerkschaften sind nach wie vor dabei, die Regierung doch zu besserer Politik, mehr Maß, mehr Sachlichkeit aufzufordern. Aber dazu ist diese ja gar nicht in der Lage. Und es ist schlicht falsch, an die Regierung einfach solche Forderungen zu stellen, als ob man erwarten könnte, dass die erfüllt werden. Sondern es muss eben eine Selbstorganisation, es muss die Initiative von unten kommen, um irgendeinen Fortschritt zu erreichen. Okay. Ja, so, and again, there were two questions related to Marikana and our work in it, and I'll with apologies, combine them in one reply. Now, first of all, we were involved in the work amongst the mine workers as early as 2009. We had been approached by shop stewards who were then members of the National Union of Mine Workers, who told us horror stories about the betrayals of the NUM leadership and had decided to organize their strike in 2012 on the basis of the formation of independent strike committees in all the different mining companies and the different mining shafts. And that is how that strike wave began, that culminated in August in the massacre. Our role as a result of having intervened from that period was to advise, and this advice was accepted by the mine workers, to knit together the different independent strike committees that were all making different demands into a single strike committee representing all the mining shafts in the Northwest. And when mine workers in other parts of the country also entered the strike, we brought and formed independent strike committees. We brought them on board and knitted them together into a national strike committee. We were then operating as the Democratic Socialist Movement. After the massacre, of course, the idea of the formation of an independent party of the working class resonated with the workers. And as a result, we took the decision then to form the Workers and Socialist Party in association with representatives from the majority of the representatives of the National Strike Committee amongst the mine workers. Unfortunately, the Workers and Socialist Party did not get enough votes to be able to obtain a seat. It was squeezed by the emergence of the economic freedom fighters, who cynically exploited working class anger and adopted a false left posture, including making demands for the nationalization of the mines. And with their far better financial resources and the media attention that they received, the vote of WASP was squeezed. But I think that we can say proudly that the very creation of WASP achieved two things. One, it planted the flag of revolutionary socialism on the electoral plane for the first time since 1994. And even with the dubious motivations of the EFF leadership, assisted in legitimizing the idea of organized political opposition to the ANC to its left. It also anticipated the decisions that were taken by the National Union of Mine Workers, initially to call their special congress in 2013 with the promise that a workers' party would be raised. And even though they betrayed that promise, the fact of the matter is that the very existence of WASP had helped to crystallize the idea of turning the discontent of the masses resulting from the class differentiation that had occurred in the workplace
translating that onto the political plane and implanting the idea of a of an independent party of the working class on the basis of socialism. Unfortunately, we were not strong enough to be able to contain the developments amongst the mine workers, which was at that point the biggest affiliate of the Congress of South African Trade Unions. The NUM experienced a mass exodus of members, reducing it from number one, the biggest affiliate of COSATU, to number five. But those workers went into another formation called the Association of Mine Workers and Construction Workers Union, which regrettably is led by a warlord who has just lost a case in the labor court for his right to be the president of that union, because to qualify to be a president, you have to be a worker. And he has not been employed by any company since the year 2010. And we predicted that once the workers had gone into AMCU, because it is also a corrupt leadership, they would draw the conclusion about the necessity to challenge that leadership even quicker than they did the NUM. But once the workers had gone into AMCU, unfortunately, the authority that we had amongst the mine workers was consciously obstructed by the new leadership of AMCU, who even referred to us with our red t-shirts at the time as agents of the NUM. And many workers who didn't know that were therefore very cautious about us. And that accounts for the fact that the votes that WASP could have expected did not materialize from amongst the mine workers themselves. On the question of the July riots. Can I translate again? Ja, also die marxistische Tendenz, die heute in der Marxist Workers Party existiert, in Form der Marxist Workers Party, war tatsächlich seit 2009 in die sich entwickelnde Streikbewegung der Bergarbeiter involviert. Damals ist die Partei oder die Gruppe angesprochen worden von eben Gewerkschaftsvertrauensleuten, die eben Horrorgeschichten erzählt haben über den Verrat der Gewerkschaftsführung an den Bergarbeitern. Und die Konsequenz dieses Verrats war damals, dass die Streikwelle, die dann 2012 ausgebrochen ist, von unabhängigen Streikkomitees und Betriebskomitees organisiert worden ist, was natürlich gut war. Und die Marxisten haben damals eben den Ratschlag erteilt, diese sehr unterschiedlichen Komitees, die in verschiedenen Betrieben gearbeitet haben, zusammenzuführen auf nationaler Ebene und dann eben, also auch eben dann mit gemeinsamen Forderungen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass neue Werke, die in Streik getreten sind, sich auch an diesem Gesamtkomitee dann beteiligt haben. Und eben das hat dann zu der Streikwelle geführt, die im Sommer 2012 in dem Massaker geendet ist. Es ist so, dass damals dann tatsächlich unter diesen Bergarbeitern die Partei einen gewissen Einfluss entwickelt hat und auch mit der Unterstützung dieser Betriebskomitees hat man dann damals die Workers and Socialist Party gegründet, die eben dann Sektion des CDI gewesen ist. Leider konnte sich diese Partei auf der Wahlebene nie durchsetzen, unter anderem auch, weil damals die Economic Freedom Fighters innerhalb des ANC gebildet wurden, die dann eben eine linke Position eingenommen haben. Trotzdem hat das Entstehen der Workers and Socialist Party innerhalb der Gewerkschaftsbewegung zu großem Druck geführt, der dann auch mit dazu geführt hat, dass innerhalb der neuen Gewerkschaftsföderation SAFTU eben die Forderung nach einer neuen Arbeiterpartei auf die Tagesordnung gekommen ist. Leider ist es so, dass bei den Bergarbeitern
Der Verrat der Gewerkschaftsführung während dieser Streikwelle dazu geführt hat, dass sehr viele oder sogar die meisten Arbeiter die existierende Gewerkschaft verlassen haben, sich in einer neuen Gewerkschaft organisiert haben. Und diese Gewerkschaft ist unter Kontrolle eines Warlords gekommen und durch praktisch, also diesen Prozess ist dann auch der Einfluss der marxistischen Gruppierung der heutigen Marxist Workers Party praktisch massiv reduziert worden. Trotzdem war das natürlich eine extrem wichtige Intervention und die Konsequenzen daraus sind bis heute zu spüren. Can I proceed? Okay. Just briefly then, on the question of the July riots. I think it is impossible, it's very important to disentangle the different forces that were at work in the eruption of these events. On the one hand, you had a highly planned operation involving the Radical Economic Transformation faction, who had plans to snarl up and cause chaos on the highways, who had plans to paralyze the ports. Durban, where is located in KZN, it has the biggest port in the country. But the masses who responded to the opening of the doors of the shopping centers and the malls had no political motive, even though these riots were orchestrated in what was said to be a protest against the jailing of Zuma, who has since, by the way, miraculously received a pardon on the basis of his health, not to serve his sentence for contempt of the commission. Of inquiry. That was not at all the motive of the people who went into the shops. These are people who were totally destitute. The government had introduced a social grant of an insulting 350 rand. That's about maybe 35, even less pound, euros. Maybe around 20 euros. In a country where the poverty line is in the region of about 7,000 rand a month, they got 350 rand. And that is for people a lifesaver nonetheless, because if you are between the ages of 18 and 59, there is absolutely no social income whatsoever. So there is a terrible level of destitution, and people had the opportunity of getting access to basic goods for free by going to shopping malls, you know, that had been paralyzed, and taking advantage of the fact that there was paralysis also in the state machine. The police were overwhelmed. They couldn't intervene. There appears to have been a conflict between the Minister of Intelligence and the Minister of Police about how to deploy. There was a fear of creating another Marikana massacre. So it was very easy for the mass of destitute people, poor and despairing, to go into the malls to help themselves. And many of them were interviewed and said, this has nothing to do with Zuma. It shocked the more thinking layers of the class, who after a day or two of the 8-day riots, eventually intervened to protect installations, schools, clinics, and even the malls themselves, because they understood what the consequences would be afterwards for access, for travel to get basic goods. Yes, Kong. I'm under pressure to finalize, so can somebody translate that bit?
I got it. Ja, also man muss den Prozess, der zu diesen Aufständen geführt hat, auseinanderdröseln. Es ist so, dass es auf der einen Seite eine gezielte Aktion und sehr gut koordinierte Aktion gab von Sumas Parteifraktion, die darauf abgezielt hat, eben Aufstände anzuzetteln, mit dem Ziel unter anderem also so weit zu gehen, dass man die Häfen blockieren wollte, um also praktisch das wirtschaftliche Leben zum Stillstand zu bringen, um den politischen Gegner zu erpressen. Gleichzeitig, also es ging darum, möglichst Schaden anzurichten. Gleichzeitig ist es so, dass die Massen, die durch diese Öffnung der Tore in Bewegung gesetzt worden sind, keinerlei politische Motivation hatten, sondern die waren einfach verzweifelt. Also es ist so, dass es für erwachsene Leute in Südafrika, die noch nicht in Rente sind, überhaupt keine soziale Unterstützung gibt, bei enormer Armut. Und als die Leute quasi die Gelegenheit gesehen haben, einfach in die Shopping-Center zu gehen und sich das, was sie brauchten, zu holen, haben sie das eben ergriffen, ohne da irgendwie das politische Ziel mitzuverfolgen, Jacob Zuma zu unterstützen. Gleichzeitig war es so, dass die Polizei zu dem Zeitpunkt, der Staatsapparat war massiv gelähmt. Es gab einen Konflikt zwischen den Ministern. Es gab außerdem die Angst, nochmal so ein zweites Marikana-Massaker vielleicht zu veranstalten. Es ist dann aber doch nach mehreren Tagen hat sich ein Großteil der herrschenden Klasse dann doch dazu aufgerafft, zu intervenieren und dann wieder die Shopping-Center etc. Und Läden zu schützen, eben aus Angst der Konsequenzen, die aus dieser Zerstörung hätten oder resultiert haben und hätten noch weiter resultieren können. Und was man glaube ich auch einfach bedenken muss, ist, dass es ist zwar verständlich, dass die Leute sich einfach das, was sie brauchten, aus den Läden holen wollten, aber der Schaden, der dadurch ja vor allem auch bei kleinen Ladenbetreibern und Händlern angerichtet worden ist, ist ja für die Unterschichten und für die Arbeiterklasse genauso problematisch das Armutsproblem selber. Und deswegen haben also die Riots erstmal keine positive Wirkung haben. Okay, to answer the last question then, comrades, I'll try and make that as quick as possible. Should the working class have broken from the ANC before 1994? Yes, they should have, but could they? The answer to that question is no. The ANC became the popular organization around which the masses mobilized for the very good reason that the memory that they had of the ANC of the 1950s as the first organization that had organized mass action against racial oppression the popularity of the ANC leadership and as an organization was reinforced by the repression that the ANC suffered under the state of emergency that was declared in 1960, the imprisonment for life of Mandela and his fellow comrades, the fact that the ANC under repression decided to turn to the armed struggle, that Mandela refused offers to come out of prison on a compromise basis. All of these reinforced the authority. And to the extent that there was significant support for the idea of socialism, those ideas were diverted by the SACP under its two-stage theory of let's have democracy now and socialism in the indefinite future, so that there was no alternative but to recognize the reality that the masses wanted maximum unity and the ANC was the organization that was best capable of providing that against the struggle of the white minority regime. And for the working class, the ANC was installed into power for the purposes of addressing jobs, poverty, education, health,
housing and so forth. But that could never be delivered on a capitalist basis. And unfortunately, the masses had to go through the experience of these betrayals before returning to the ideas that were so popular in the mid-1980s amongst the organized working class and large sections of the youth. And that is the period that we have now entered into, where the illusions in the ANC have dissipated, that the unity on the national question has been rent asunder by the class polarization, as the ANC has intensified the capitalist exploitation of the working class and at a time of the deepening of the crisis of capitalism. And therefore, the ideas of socialism, the objective basis for that, have never been more favorable than they have been. And I think that what we will witness in the next period will be a recovery, a more and more of a turning towards the ideas of socialism. And hopefully with our work, that will translate into a mass workers' party that I agree with the comrade to raise the question what the program should be. It has to address the question of jobs. It has to address the question of housing, of education, but to link that to the struggle for the overthrow of capitalism, to combat the illusion that it is possible for any of these reforms to be achieved on a lasting basis within the framework of capitalism, so that while we struggle for permanent jobs, a minimum wage, we must also warn the working class that in order for these to become permanent, it will be necessary to overthrow capitalism and bring about the socialist transformation of society. Thank you, comrades. Okay, also um die letzte Frage zu beantworten, ob die Arbeiterklasse in Südafrika hätte früher mit dem ANC brechen müssen, also vor 1994, die Antwort ist ja, das hätten sie, aber das war unter den damaligen Bedingungen nicht möglich, eben weil der ANC im Kampf gegen die Apartheid zum zentralen Anziehungspunkt geworden ist. Aufgrund eben seiner Rolle in den ersten Massenmobilisierungen der 50er Jahre, aufgrund der Verhaftung seiner Führung, all das hat dazu geführt, dass schon allein symbolisch die Partei zum Vertreter der Massen in dieser Auseinandersetzung geworden ist und es keine anderen Anziehungspunkte für die Arbeiter zu der Zeit geben konnte. Das ist noch dadurch verschlimmert worden, dass eben die Südafrikanische Kommunistische Partei schon damals die Politik verfolgt hat, also im Sinne ihrer Zwei-Etappen-Theorie, lasst uns erstmal für die demokratische Etappe kämpfen, dann können wir das später mit dem Sozialismus machen. Und in dem Sinne haben sie dann eben auch den Afrikanischen Nationalkongress unterstützt und tun das bis heute, haben auch dieses Bündnis mit ihrer Partei, mit dem Kongress und mit COSATU, dem Gewerkschaftsverband, unterstützt. Und all das hat eben dazu geführt, dass es vor 1994 sich die Möglichkeit einer unabhängigen Partei nie ergeben hat. Und die, aber natürlich aus Sicht der Arbeiterklasse ist es so, dass sie den Afrikanischen Nationalkongress an die Macht gebracht haben, um die Frage ihres täglichen Überlebens zu lösen. Und sie mussten eben diese über zwei Jahrzehnte der Enttäuschung und des Verrats erleben, um zu erkennen, um zurückzukehren zu den Ideen, die in den 80er Jahren noch vorgeherrscht haben. Und Weismann ist eben der Meinung, dass wir diesen Punkt jetzt erreicht haben. Jetzt ist der Punkt, wo die Arbeiterklasse sich vollständig vom ANC abkehrt und wir kommen jetzt in eine Periode, wo es sehr wahrscheinlich ist, dass sozialistische Ideen wieder auf die Tagesordnung gesetzt werden und wir können nur hoffen und dafür kämpfen, dass dies dann auch in Form einer neuen Arbeiterpartei mit sozialistischem Programm zustande kommt. Und natürlich ist es so, dass eine solche Partei ein gutes Aktionsprogramm braucht, um auf die aktuelle Krise einzugehen. Aber das kann natürlich nur, ein solches Programm kann nur funktionieren, wenn es auch mit der Forderung, der direkten Forderung verbunden wird,
im gleichen Moment für den Sozialismus und ein Ende des kapitalistischen Systems zu kämpfen. Ja, danke, Jasper, für die Übersetzung. And thank you, Weismann, for taking your time to hold the workshop here. Ich glaube, es war schade, dass wir jetzt zu wenig Zeit hatten, noch weitere Fragen zu stellen. Aber das muss noch nicht alles sein. Ihr könnt weiter mit uns diskutieren. Ihr könnt weiter unsere Analysen folgen und weitere Informationen finden auf unserer Website, indem ihr Kontakt mit uns aufnehmt. Zögert da keinenfalls. Die Diskussion muss hier nicht am Ende sein, sondern geht auch weiter. Genau. Und ich hoffe, ihr hattet fand den Workshop interessant und seid auch bei den nächsten dabei. Die gehen in 25 Minuten weiter um 16 Uhr. Dafür müsst ihr dann nur wieder in den normalen Zoom-Raum, dann werdet ihr in den Breakrooms wieder eingeteilt. Und ich würde auch gar nicht mehr viel groß was zu sagen, damit ihr die Pausen nutzen könnt. Einfach nur nochmal thank you, Comrade Weizmann, for taking your time again. And also for your contribution, and we'll now go into the break and then go to the next workshops. And Amanda, away to. Thank you, Weismann. Bye bye. Thank you.